Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Firefly Alpha zwar im Orbit, aber Missionsziel verfehlt. China startet erstes Sonnenobservatorium. Indien verliert seinen Mars-Orbiter. NASA dagegen erlangt wieder Kontrolle über die beinahe verlorene Capstone-Mondmission. OneWeb steht kurz vor erstem Start mit indischen Trägerraketen. Neuer Starttermin für SLS und Artemis 1. SpaceX findet Helium-Leck an Falcon 9. Startdatum für ersten Falcon Heavy-Start dieses Jahr. Und der Iran stört bodengestützte europäische Satelliten. Das und mehr und alle Hintergründe, das klären wir heute. Fangen wir an mit den Starts der vergangenen Woche. Letzte Woche war es schon zu spät für die Senkrechtstarter-News, aber Firefly hat es am Samstagmorgen um 9 Uhr MEST mit seiner Alpha erfolgreich in einen Orbit geschafft. Wie mittlerweile bekannt wurde, leider nicht den gewünschten. Geplant war ein 300 Kilometer Orbit, es sollen laut mehrerer Beobachtungen aber nur 200 Kilometer sein. Laut Ars Technica bedeutet das etwa 90% weniger Lebensdauer für die Nutzlast. Das hinterlässt natürlich einen faden Beigeschmack. Trotzdem gratulieren wir Firefly zu dieser Leistung. Orbit erreichen ist schwer und immerhin diese Hürde hat Firefly genommen. Meine aktuelle Technik-Episode über die Alpha-Rakete von Firefly mit ihren Besonderheiten, die verlinke ich dir hier unter dem Video. Am Dienstagabend um 23.36 Uhr ist eine Atlas 5531 von der Space Force Station in Florida gestartet. An Bord zwei SES-Kommunikationssatelliten. Haben uns natürlich zusammen live angesehen. Das Highlight der Woche haben wir uns mit 2000 Raumfahrtbegeisterten hier auf Senkrechtstarter live angeschaut. Die NASA hat mit Crew 5 eine neue Besatzung zur ISS geschickt. Gestartet ist der SpaceX Crew Dragon auf einer Falcon 9 vom historischen Pad 39A im Kennedy Space Center. Startzeit war für uns Mitteleuropäer mit 18 Uhr hervorragend und auch der SpaceX Livestream war wieder hervorragend, obwohl man bei den NASA Crew Starts die SpaceX Telemetrie ein bisschen vermisst. Am Donnerstag ist von der Vandenberg Space Force Station eine weitere Falcon 9 mit Starlink Internetsatelliten gestartet. Startzeit war 1.10 Uhr MEST. Am Freitag ist von einer Sea-Launch-Plattform eine Langer Marsch 11 gestartet. Startzeit war 15.10 Uhr MEST. Ebenso am Freitag um 19.09 Uhr zur besten deutschen Sendezeit hat Rocket Lab von Neuseeland aus seine Electron gestartet. Wir waren 1000 Raumfahrtbegeisterte und haben uns das Ganze live zusammen angesehen. Es war der 31. Start für Rocket Lab und der 8. in diesem Jahr. Das ist für Rocket Lab ein Rekord. Weiterhin sind noch 4 Starts der Electron für 2022 geplant. Einer zum ersten Mal dann sogar aus Wallops in den USA. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der Start einer Falcon 9 von SpaceX mit zwei Galaxy-Kommunikationssatelliten in Richtung geostationären Orbit bereits gestartet sein. Startplatz war dann Cape Canaveral. Bemerkenswert an diesem Flug, dass es der 14. Flug für Booster 1060 war, der nun mit zwei seiner Brüder nach dem erfolgreichen Flug vor dem 15. Wiedereinsatz steht. Ob es wirklich zum Start kommt, müssen wir noch schauen. Der Flug wurde bereits zweimal verschoben, weil es zum Beispiel im ersten Startanlauf ein Heliumleck gab. Das wurde vorab untersucht, da SpaceX laut einem Tweet von Elon Musk keine Risiken bei Satellitenstarts für Kunden eingeht, obwohl das Problem gar nicht so groß war. Auch am Sonntagmorgen bereits erfolgt sollte der Lange Marsch Start 2D. Der wäre für 1.40 Uhr MEST angesetzt, gestartet würde mit ASO-S, das erste von China entwickelte Weltraum-Sonnenobservatorium. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bis hierher schon gefallen hat, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, ja unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Es kursieren Startdaten für Artemis 1. Noch nicht ganz offiziell, aber aus normalerweise gut informierten Kreisen. Bevor ihr euch dann ärgert, weil ihr dann einen Termin habt, schreibt euch das schon mal vorsichtshalber im Kalender auf. 14. November um 5.07 Uhr MEZ. Hier ist das Startfenster knapp 70 Minuten offen. Der 16. November 6.04 Uhr MEZ und dann der 19. November um 6.46 Uhr MEZ. Ihr merkt es schon, MEZ alle Zeiten dann mitteleuropäische Winterzeit und damit für uns vormittags. In Florida liegt es dann mitten in der Nacht. Zwar wollte man eigentlich den ersten Artemis Start bei Tageslicht durchführen, aber so viele Startmöglichkeiten gibt es ja dieses Jahr dann nicht mehr und dann zieht man das halt vor. Wenn wir schon bei Artemis sind, die RS-25-Triebwerke für Artemis 2 sind in Louisiana eingetroffen, wo sie dann an der Kernstufe des SLS für Artemis 2 montiert werden. Wie die Triebwerke von Artemis 1 sind sie noch aus Shuttle-Tagen, wobei eines der Triebwerke E-2047 mit dem Space Shuttle schon ganze 15 Mal ins All geflogen ist. Da sich der Flug von Artemis 1 immer weiter verschiebt, weiß ich nicht, wie realistisch der Termin für Artemis 2 mit Mai 2024 wird dann den ersten SLS-Flug mit Menschen ist. Die erste Mondlandung im Artemis-Programm soll ja frühestens mit Artemis 3 im Jahr 2025 erfolgen. Und da aktuelle Planungen die Landung mit dem SpaceX HLS auf Starship-Basis vorsehen, kann ich mir vorstellen, dass das SLS spätestens Ende der 20er Jahre von den Entwicklungen in der kommerziellen Raumfahrt eingeholt wird. Ja, und da meine ich nicht nur SpaceX. Nichtsdestotrotz ist das RS-25-Triebwerk eine beeindruckende Maschine. Mein Video zum SLS und Space Shuttle-Triebwerk verlinke ich euch unter dem Video.
Und auch das Artemis-Programm baut ja immer weiter auf die kommerzielle Raumfahrt. Und das bringt uns zu einer guten Nachricht aus dem Artemis-Programm. Die von Rocket Lab gestartete Mondsonde Capstone ist wieder stabil. Kurz nach dem Start und dem Aussetzen durch die Rocket Lab Photon-Oberstufe hatte die NASA den Kontakt mit der Raumsonde verloren. Mittlerweile konnte nicht nur Kontakt und Energieversorgung wiederhergestellt werden, sondern, wie diese Woche von der NASA bekannt gegeben wurde, auch wieder die volle Kontrolle über die Ausrichtung der Sonde erlangt werden. Glückwunsch und auf eine lange erfolgreiche Mission von Capstone. Firefly ist nun auch orbital und mit ABL Space steht das nächste amerikanische Raketenstartup bereit. Die RS-1 hat noch keine offizielle Startlizenz von der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA, aber trotzdem geht man auf einen Start zu. Wie Astra Space bei seinen ersten Flügen wird auch ABL von Kodiak Alaska starten. ABL Space wurde 2017 von ehemaligen SpaceX-Mitarbeitern gegründet und peilt einen Start der knapp 22 Meter hohen Kerolox-Rakete für Mitte Oktober an. Mal sehen, wer dann von den amerikanischen Startups als nächstes den Orbit erreicht, denn auch Relativity Space mit ihrer 3D gedruckten Rakete steht in den Startlöchern. Die indische Raumfahrtbehörde ISRO gab die Woche bekannt, dass sie ihren 2013 gestarteten Mars-Orbiter aufgegeben hat. Ja, der Kontakt, der ging schon im April diesen Jahres verloren, aber nun wurde offiziell bestätigt, dass alle Bemühungen zur Wiederherstellung des Funkkontakts eingestellt werden. Ursprünglich für eine Lebensdauer von 6 Monaten ausgelegt, lieferte er fast 8 Jahre lang Daten an die Erde. Schade, dass er jetzt ausgefallen ist. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, dass die MOM, die Mars Orbiter Mission, einen unglaublichen Erfolg für die indische Raumfahrt darstellt. Mit knapp 25 Millionen Dollar hat die indische ISRO es geschafft, eine Sonde in einen Mars Orbit zu befördern. Das ist schon allerhand. Damit ist sie sogar China zuvor gekommen. Und nicht nur das, Indien hat damit bewiesen, man kann eine langlebige, leistungsfähige interplanetare Mission auch mit einem sehr, sehr knappen Budget entwickeln. Damit ist die Mission auch modellhaft für die Bestrebungen des New Space, wie Rocket Lab, die eine Sonde zur Venus schicken, oder Impulse Space, die sogar einen Marslander kommerziell entwickeln. Das ist ja eine Fähigkeit, die auch die europäische Raumfahrt mit dem gestrandeten ExoMars-Rover dringend braucht. Und wenn wir schon bei indischer Raumfahrt sind, Indiens erster OneWeb-Start steht an. Ein europäischer Satellitengroßkunde, der bisher mit Ariane Spass gestartet ist, wird also vermutlich noch jetzt im Oktober das erste Mal Kunde des indischen Startanbieters New Space India. Das ist schon ein ganz schönes Ding. New Space India, das ist im Prinzip der kommerzielle Arm der indischen Weltraumorganisation ISRO. Aber nicht nur das, wie gesagt, die indische Raumfahrt war vor der chinesischen am Mars, hat ein ambitioniertes Mondprogramm und wird voraussichtlich 2024 das erste Mal eigenständig Crew in den Orbit befördern. Vielleicht ja sogar vor dem SLS der NASA. Grund genug für Senkrechtstarter, sich die indische Raumfahrt und ihre Raketen mal im Detail anzusehen. Die Folge über die indische Raumfahrt ist schon abgedreht und erwartet euch dann in den kommenden Wochen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR in Lampalshausen, hat am 5. Oktober 2022 erstmals erfolgreich die Oberstufe der Ariane 6 als Ganzes getestet. Der Prüfstand in Lampalshausen P5.2 ist tatsächlich etwas ganz Besonderes, weil hier ganze Oberstufen getestet werden können. Ja, den Teststand, den habe ich tatsächlich schon besichtigt, als ich meine Episode über High Impulse gedreht habe. Bisschen Flexing hier. Laut DLR war ich der erste YouTuber in Lampalshausen. Bei den Tests wurde unter anderem die Fähigkeit des Vinci-Triebwerks der Ariane 6 Oberstufe demonstriert, mehrfach zu stoppen und neu zu starten, wie es für das Aussetzen von Satelliten und das Deorbiting der Stufe erforderlich ist. Das ist übrigens einer der Hauptgründe für das neue Vinci-Triebwerk, das ursprünglich für die Ariane 5 entwickelt wurde. Die Oberstufe wird jetzt als nächstes ins ESTEC in die Niederlande transportiert, wo die Stufentrennung und akustische Tests durchgeführt werden. Man mag es kaum glauben, aber langsam nähert sich das Eichhörnchen. Direkt neben dem Oberstufenprüfstand P5.2, übrigens ein Prüfstand, wo man Triebwerke unter Vakuumbedingungen feuern lassen kann. Wie das technisch funktioniert, könnte man eigentlich ein eigenes Video darüber machen, eine ganze Episode, wenn euch das interessiert. Kommen wir zu den ISS-News. Am 5. Oktober, mit 2 Tagen Verzögerung aufgrund von Hurricane Ian, startete die Crew-5-Besatzung um 18:57 MEST auf einer Falcon 9 im Crew Dragon Endurance zur ISS. Besonders daran erstmalig startete mit dieser Dragon auch eine russische Kosmonautin, Anna Kegina. Als erstes Besatzungsmitglied aus Russland kam sie in den Genuss eines Dragon-Fluges. Möglich hat dies ein Vertrag zwischen Roscosmos und NASA gemacht, demzufolge künftige Sitze zwischen der Soyuz und der SpaceX Dragon kostenfrei ausgetauscht werden, damit im Falle einer technischen Panne eines der Raumfahrzeuge immer mindestens einen US-Astronauten und einen russischen Kosmonauten auf die ISS bringt. Das erhöht natürlich die Robustheit des ISS-Programms. Die anderen Crewmitglieder, die mit Crew 5 gestartet sind, sind die beiden NASA-Astronauten Nicole Mann und Josh Cassada sowie JAXA-Astronaut Koichi Wakata. Nicole und Josh, die viele Jahre an der Entwicklung des Boeing Starliners beteiligt waren und ursprünglich auch mit diesem ins All fliegen sollten, sind die letzten beiden Astronauten der NASA-Astronautenklasse 8-Balls aus dem Jahr 2013, die ins All fliegen dürfen. Beide fliegen zum ersten Mal ins All und bevor sie NASA-Astronauten wurden, waren sie bei der US Navy.
Koichi Wakata hingegen ist das absolute Gegenteil. Koichi fliegt jetzt schon zum fünften Mal ins All. Er flog zum ersten Mal 1996 ins All, war zweimal bereits Teil einer ISS-Langzeitbesatzung und zwischenzeitlich mal der Manager der JAXA für die ISS. Weitere Besonderheit, damit Anna eine Kosmonautin Teil der NASA Crew 5 war, war auch der Roscosmos Executive Director for Human Spaceflight Sergei Krikalev in Florida vor Ort. Sergei Krikalev ist einer der berühmtesten russischen Kosmonauten. Er war auf der russischen Raumstation Mir, als die Sowjetunion zusammenbrach und musste deshalb ungeplant ein Jahr lang auf der Raumstation Mir bleiben. Außerdem war Krikalev der erste russische Kosmonaut, der mit STS-60 mit dem US Space Shuttle flog. Später flog er auch mit STS-88, der allerersten Shuttle-Mission zur ISS, die das erste amerikanische Modul Unity ins All brachte und mit dem russischen Modul Saya koppelte. Also nicht nur ein Weltraumveteran, sondern auch einer der Väter der ISS und eine absolute Legende und ebenso in der amerikanischen Raumfahrt sehr hoch angesehen. Ganz anders als sein ehemaliger Chef Dmitri Rogozin, von dem er sich während der NASA-Pressekonferenz öffentlich in fließendem Englisch distanziert hat. Offensichtlich bemüht man sich um eine Entspannung in der Raumfahrt. Krikalev betonte die gute Zusammenarbeit mit der NASA und machte klar, er hoffe im Namen von Roscosmos, sollte die ISS es technisch zulassen, dass die Zusammenarbeit auch nach 2024 weitergeführt werden könnte. Außerdem sollte, wenn es nach ihm ginge, eine mögliche Nachfolgestation gern weiter international betrieben werden. Er betonte weiter, welchen enormen Wert die ISS für künftige Explorationsmissionen auch über den nahen Erdorbit hinaus hat. Ebenso an dieser Stelle wollte er klar machen, wie sehr er sich wünschen würde, dass Roscosmos sich an so einer Explorationsmission beteiligt. Entwicklungen in der Ukraine und Russland sehen aktuell nicht nach einer Deeskalation aus, deshalb weiß ich nicht, inwieweit seine Wünsche berücksichtigt werden in Zukunft. Zurück zur Crew 5. Nach 29 Stunden Soloflug der Crew Dragon Endurance, dem bisher längsten Soloflug einer Dragon zur ISS, dockte die Crew Dragon Endurance an dem vorderen Dockingport von Node 2 Harmony ganz vorne an der Station an. Um 23.01 Uhr MESZ am Donnerstag, den 7. Oktober war das. Nach einer knapp 2 Stunden dauernden Phase, bei der die Dichtigkeit der Dockingverbindung geprüft und der Zwischenraum zwischen ISS und der Dragon druckbeaufschlagt wurde, schwebten die 4 Crew 5 Besatzungsmitglieder am frühen Morgen des 8. Oktober in die internationale Raumstation. Dort wurden sie sehr herzlich von der alten Crew 4 Besatzung sowie der erst vor gut 2 Wochen gestarteten Soyuz MS-22 Besatzung begrüßt. Zusammen werden sie die ISS Expedition 68 bilden. Crew 4 hingegen wird jetzt, wo die neue Besatzung es erfolgreich zur ISS geschafft hat, bald Abschied nehmen müssen. Die aktuelle Planung sieht vor, dass die NASA-Astronauten Kjell Lindgren, Bob Heinz und Jessica Watkins sowie ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober, also nächste Woche Mittwoch auf Donnerstag, mit ihrer Crew Dragon Freedom von der ISS abdocken und wenige Stunden später vor der Küste Floridas landen. Wie Reuters berichtet, werden aktuell 2 Kommunikationssatelliten des französischen Satellitenbetreibers Eutelsat aktiv gestört. Das Fachwort heißt Jamming. Diese senden unter anderem im Iran empfangbares freies Fernsehprogramm auf Persisch. Die Störung besteht seit dem 26. September. Ja, im Iran, da gibt es ja aktuell Demonstrationen und Unruhen, seit die 22-jährige Kurdin Jina Mahsa Amini am 16. September 2022 nach einem Gefängnisaufenthalt starb. Wie Golem berichtet, konnte Eutelsat durch Messungen mit einem Interferenzerkennungssystem die Quelle des Jammings auf iranischem Gebiet ausmachen. Eutelsat erinnerte die iranischen Behörden daran, dass absichtliches Stören durch die Funkvorschriften der Internationalen Telekommunikationsunion ausdrücklich verboten sind. Kommen wir zu den SpaceX-News. Crew 5 war natürlich wieder ein Erlebnis und jeder dieser Flüge ist eine Riesenleistung. Daneben war es eine relativ ruhige Woche an SpaceX-News. Weil es immer wieder Thema auch in meinen Livestreams ist, was passiert eigentlich mit der 2. Stufe von SpaceX? Bisher habe ich einfach immer sagen müssen, ja, macht einen Deorbit-Burn und kommt dann für gewöhnlich im Südpazifik runter. Diese Woche haben wir von einem Deorbit-Burn der 2. Stufe der Falcon 9 tatsächlich ein Video aufgenommen von einem der Starlink-Satelliten bekommen. Extrem beeindruckend, wie die Stufe davon ballert, obwohl es natürlich nur aus der Perspektive der Satelliten so aussah, dass die Stufe wegbeschleunigt. In Wirklichkeit hat sie ihr Triebwerk entgegen der Flugrichtung gefeuert, um die eine Seite ihres Orbits so weit abzusenken, dass die 2. Stufe gezielt wieder eintreten kann. Ich bin ja einer von den Menschen, die glauben, dass Starlink mal eine Lizenz zum Geld drucken wird. Interessantes Twitter-Zitat dazu von Elon Musk: Starlink sei weit, weit weg davon, schwarze Zahlen zu schreiben, und bisher wären noch alle niedriger Erdorbit-Kommunikationsfirmen pleite gegangen.
Ja, Start der Falcon Heavy noch in diesem Monat. Die größte aktive Rakete der Welt soll bereits jetzt am 28. Oktober vom Kennedy Space Center in Florida zu einer lang aufgeschobenen National Security Mission der US Space Force starten. Diese US Space Force Mission 44 sollte ursprünglich Ende 2020 starten, hat sich aber wegen Problemen mit der Nutzlast der Space Force um fast 2 Jahre verzögert. Und was passiert in Boca Chica in Texas? Es werden aktuell große Mengen an Methan geliefert, vermutlich in Vorbereitung auf den von Elon Musk angekündigten 33 Raptor-Triebwerk Static Fire. Um Booster 7 dabei nicht zu sehr zu malträtieren, haben die Triebwerke inzwischen Schutzhüllen bekommen. Auch an den Startanlagen wird offensichtlich an neuen Verstärkungsschutzwellen gearbeitet und, wie Felix von Waterbot It berichtet, wurden in der ehemaligen Gun Range in der Nähe der Produktionsanlagen mit einem Tank-Cryotest ein weiteres Testareal in Betrieb genommen. An den Startanlagen sind diese Tests ja zu aufwendig geworden bzw. behindern halt durch die nötigen Evakuierungs- und Strandsperrungen zu sehr die Arbeiten an den Startanlagen. Kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Am Montag, den 10. Oktober, startet von Plesetsk aus eine Soyuz 2.1b mit Fregatt-Oberstufe, um einen GPS-Äquivalent-Satellit der russischen Raumfahrt, einen GLONASS-Satellit, zu starten. Der Start findet statt um 4.42 Uhr MESZ. Am Mittwoch, den 12. Oktober, startet von Baikonur eine Proton-M mit dem Kommunikationssatelliten Angon-Sat-2 für das Land Angola. Angosat-1 war kurz nach dem Start etwas oberhalb des Geo verloren gegangen. Am Donnerstag, den 13. Oktober, startet SpaceX mit einer Falcon 9 von Cape Canaveral Space Force Station, den von Airbus gebauten Kommunikationssatelliten Hotbird 13F für den Satellitenbetreiber Eutelsat. Der Start ist mit 5.25 Uhr MESZ etwas zu früh für mich, aber vielleicht guckt ihr ja den Original SpaceX Stream. Wenn du meine Raketenstart-Livestreams nicht verpassen magst, unbedingt zusätzlich zum Abo die Glocke aktivieren. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist ja bekannterweise eh keine schlechte Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde es Senkrechtstarter so nicht geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit dem deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag TeamSpace. Ich kann es wirklich kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.